Unglaublich, aber wir haben es tatsächlich geschafft, innerhalb von 48 Stunden den BMW komplett zu zerlegen. Und jetzt steht er beim Lackierer. An der Stelle muss ich einfach nochmal sagen, vollsten Respekt an Max, das Ganze in der Kürze der Zeit so durchzuziehen. Wir haben das ganze Auto zerlegt, sind keinen Meter mitgefahren, haben es wirklich perfekt für die Lackierung vorbereitet. Und jetzt kommt es auf den Lackierer drauf an. An der Stelle kam mir auch so die Frage, was können wir an diesem BMW-Projekt eigentlich tunen? Eigentlich sind wir bekannt für unsere Tuning-Videos. Das heißt, wir können hier nicht einfach nur eine Restauration machen, sondern irgendwas müssen wir an diesem BMW schon geiler als vorher machen. Ich bin ja dafür bekannt, dass das Auto immer leichter wird. Also es darf auf gar keinen Fall schwerer werden. Genau deswegen haben wir natürlich auch beim Ausbau schon potenzielle Teile gewogen. Das heißt, im Kopf habe ich schon so ein bisschen zusammengezählt. Ich denke, so ein paar Kilos purzeln da am Ende auf jeden Fall raus. Sitze. Tonne schwer gewesen. Ich habe mir fast einen Bruch gehoben. 29 Kilo pro Stück. Da können wir auf jeden Fall leichter reinmachen. Rücksitzbank. Ich bin eh immer so ein Fan von so einem leichten Clubsportumbau. Das heißt, wir reden jetzt nicht von einem leeren Innenraum, aber man kann sich das Ganze ja schon ein bisschen wohnlicher machen. Rücksitzbank wog auch 24 Kilo. Dann habe ich auf dem Schlag relativ viel unnötiges Zeug im Kofferraum gefunden. Dämmmaterial, Halter und ein bisschen Bordwerkzeug und so weiter, was auch sofort 10 Kilo waren. Dann, wie ihr gesehen habt, haben wir das Schiebedach rausgenommen. Das Blechdach wird gegen ein Carbondach ersetzt. Und dieses Schiebedach mit dem Blechdach wog auch 26 Kilo. Das heißt, ich kann an der Stelle auf jeden Fall schon mal verkünden, beziehungsweise kann euch schon mal ein bisschen Vorfreude geben. 1517 Kilo wog das Auto, als wir es bekommen haben. Ah, ich denke, also 100 Kilo kriegen wir aus dem Auto auf jeden Fall raus. Gefährlich bei diesem Projekt war jetzt natürlich, dass nachdem Max und ich uns wirklich den Arsch aufgerissen haben, dass das Ding rechtzeitig zum Lackierer kommt, dass wir jetzt an einen Lackierer geraten, der nicht die gleiche Motivation aufweist wie wir und das Projekt so langsam ins Straucheln kommt. Deswegen habe ich das Auto zu der Firma Lackwelt nach Uexleben gebracht. Ihr kennt Christian und sein Team bereits von der Lackierung des Abarths. Und ich war mir wirklich zu 100% sicher, sobald die Jungs den BMW sehen, werden die die gleiche Leidenschaft und Passion für dieses Auto entwickeln. Und einer perfekten Lackierung in kürzester Zeit stand einfach nichts mehr im Wege. Das ist schon eine Herausforderung, so ein Auto innerhalb von 2 Wochen zu lackieren. Ich kann ganz ehrlich sagen, Japan-Basis, ich bin begeistert, Zustand ist wirklich top. Weil normalerweise bei den BMWs, da fängst du ja an allen Ecken an, dass überall das Rostwasser rausläuft, überall ist Dreck und so weiter. Ne? Also E46 hat meistens im Radlaufbereich die Rostprobleme. Und da hat das Ding ja wirklich, also gar nichts. 0,0. Ja. Kannst du einmal überprüfen, ob der schon mal nachlackiert wurde? Deswegen haben wir hier ein Lackstärkenmesser, wo wir einfach mal gucken können, wie groß die Lackdichte ist, um zu gucken, ob schon mal lackiert wurde oder nicht. Wenn der schon mal lackiert wurde, ist das schlimm? Oder könnt ihr da ganz normal anschleifen? Wenn es ordentlich vorbereitet ist, anständig lackiert worden ist, dann ist das nicht so schlimm. Wenn es nicht anständig vorbereitet ist, haben wir ein Problem. Und der zeigt einen 123 µ, entspricht eigentlich dem Serienzustand. So, dann können wir ja noch mal an der Tür gucken. Da haben wir 124, original. So, und dann gucken wir hier auf den Kotflügel noch. Gut, der ist schon mal lackiert. Wenn du jetzt hier genau guckst, siehst du ja auch einen kleinen Unterschied zwischen dem Kotflügel, hier siehst du auch einen kleinen Pickel, und der Haube. Da sind wir krass, bei euch in dem Licht sind immer viel mehr als in dem normalen Werkstattlicht. Okay, dann wird die wahrscheinlich neu gekommen sein? Die wird neu gekommen sein. Wenn du auch hier guckst, sind auch so leichte Pickel drin. Also die ist entweder mal neu gekommen. Und der Kotflügel wurde lackiert. Das heißt, ihr müsst einmal schleifen, füllern, schleifen, lackieren, schleifen. Genau, lackieren. Wir schleifen jetzt praktisch den alten Lack an. Schadstellen werden gefüllert. Das ganze Auto füllern macht keinen Sinn in dem Zustand, wie er jetzt hier ist. Und dementsprechend macht unser Vorbereiter, der Lars. Diese Basis, die Philipp hergebracht hat, war wirklich Sauberkeit, IO, kaum Rost. Das waren 2, 3 kleine Stellen. Und dann ist immer das A und O bei jedem Lack Vorarbeit. Vorarbeit, wenn die Vorarbeit nicht passt, dann kann man alles eigentlich
für später. Um diesen Qualitätsanspruch, den die Kunden heutzutage haben, nicht mehr gewährleisten. Aber mir ist wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, als ich gemerkt habe, dass selbst Lars diese Basis genauso feiert wie ich und ich gemerkt habe, dass auch er jetzt so richtig motiviert ist. Aber genauso bin ich mir ziemlich sicher, dass zu diesem Zeitpunkt sowohl Lars als auch Christian noch nicht im Ansatz wussten, wie schwierig für mich am Ende diese Farbfindung sein wird. Das heißt, wir haben hier British Racing Green. Genau. Uni Schwarz. Das ist Schwarz Uni. Das heißt, die Farbe gab es auf dem BMW eigentlich nicht, ne? Das Original Weiß und das genau. Ist das, dieses Schwarz Metallic, sage ich mal. Das ist Saphir Schwarz. Das ist noch eine Farbe, die wir ausgemischt hätten. Das ist San Marino Blau von BMW. Wenn es jetzt mein Auto wäre oder unser Auto, wir würden das Auto in der Farbe lackieren. So, jetzt haben wir hier eine Tageslichtlampe, wo man halt genau sieht. Ja, genau, das ist es dann. Das ist ein Effekt. Das ist, rechte Seite ist Saphir Schwarz. Hier haben wir Schwarz Uni. Wenn man jetzt so wiederum drauf guckt, auch ohne Licht, sieht man in der Kamera, wie das viel, viel dunkler ist. Das ist immer das, was ich meinte. Weißt du, wenn du das Auto später stehen hast, und das ist halt wirklich das Tiefdunkelschwarz, immer das, was es hermacht. So, Philipp, jetzt hast du die Qual der Wahl. Jetzt kann ich mich noch weniger entscheiden. Jetzt wäre noch zu überlegen, diese Randleisten, also Schaftleisten. Sind die schwarz? Sind die poliert? Wären die schwarz oder? Die gibt es nur in schwarz matt und schwarz glänzend. Gut. So, in dem Fall wären sie schwarz glänzend. Gut. Also ich habe halt so ein bisschen das fertige Auto vor Kopf. Da weiß ich, weiß wird bei diesem Auto immer in Richtung Rennwagen gehen. Ist einfach so. So, ne? Ich glaube auch, weiß wird das Auto abwerten in der Nobelheit des Autos. Ich sage, wenn der komplett fertig ist, wird er in Weiß nicht so wertvoll aussehen wie in einem Unischwarz. So, Laguna Seca ist halt eine Farbe, das ist halt mal eine Farbe. Wenn das Auto irgendwo steht, sieht man das Auto. Also du erkennst das Auto auf jeden Fall wieder. Genau, man erinnert sich immer an den blauen M3. So, und das British Racing Green ist, glaube ich, so ein bisschen so eine Mischung aus allem. Es ist eine besondere Farbe, es ist dunkel. Das wird schon recht edel aussehen komplett, wenn das Auto fertig ist. Aber auch in dieser Farbe, in dieser British Racing Green, wirst du das Auto immer erkennen. Du wirst immer erkennen, das ist dein Auto. Weil wenn du ein Schwarz hast, Schwarz. Ja. Hast du Weiß, Weiß. Aber diese Farbe auf diesem Auto gibt es nicht allzu oft. Ja, ich glaube, ich habe ganz Google durch. Und ich habe ein einziges Foto von einem E46 gefunden mit British Racing Green. Also ich nehme jetzt mal die drei weg. Oder lässt das mal wirken. Ja, ich glaube, das wird eine knappe Entscheidung. Welche soll ich hinlegen? Schwarz? Ich glaube, ich muss leider alle vier mitnehmen und muss nochmal nach drüber schlagen. Ja, als Philipp dann mit den Farbauswahlen zurückkam, wir haben, glaube ich, über eine Woche über nichts anderes mehr gesprochen. Und ja, erst war ich eigentlich ein bisschen mehr für, weil ich weiß nicht, auf einem Auto finde ich es immer ein bisschen spannender. Ich fotografiere das halt viel, das muss ein bisschen herausstechen. Aber in so, wie er jetzt dasteht, war es einfach die allergeilste Entscheidung. Also ich als Lackierer, der sich eigentlich mit Farbe auskennen sollte, hätte ein blau Metallic genommen fürs Auto. Ja, wenn Philipp ein Auto bringt, ist es ja meistens so, oder oftmals so, dass es nicht nur einmal von außen schön wird. Es wird auch von innen schön und überall schön. Ja Leute, was soll ich sagen? Es ist tatsächlich wieder keskaliert. Damit die Lackwelt hier ein perfektes Ergebnis abliefern kann, bin ich noch einmal nach Uexleben gefahren und habe wirklich alles von der Karosse abgeschraubt, was man nur irgendwie abschrauben kann. Also das Ding ist jetzt komplett blank. Weil nur so kriegt man das beste Lackergebnis hin.
irgendwie war es ja klar, dass es wieder komplett eskalieren musste. Christian und ich, man muss dazu sagen, wir stehen wirklich sehr intensiv in Kontakt, hatten beide so ein bisschen das Gefühl, als ich dann nach Hause gefahren bin, irgendwie passt das nicht zum Projekt, dass ich jetzt diese letzten Teile dort im Innenraum drin lasse. Deswegen, kurzerhand, keine 24 Stunden später, ich bin wieder nach Uexleben gefahren und habe Teppich, Querträger, Gebläsekasten und den ganzen Kabelbaum ausgebaut. Das heißt, an diesem Auto war nichts mehr, was man abschrauben konnte, weil nur so ist es einfach für den Lackierer am schönsten, ein richtig geiles Ergebnis hinzukriegen. Das heißt, er konnte jetzt richtig sauber den Innenraum abkleben, den Motorraum abkleben und konnte einfach eine gute Arbeit leisten. Für mich war es wirklich neu, dass an einem Projekt alles mal so schnell geht. Gefühlt einige Nächte, nachdem ich den BMW zu Christian gebracht hatte, steht das Ding jetzt schon in der Lackierkabine und kann lackiert werden. Das heißt, in nur wenigen Tagen wurde die ganze Karosse für diesen einen Moment komplett vorbereitet. Es musste grundiert werden, es musste gespachtelt werden, es musste geschliffen werden. Und jetzt kam der Zeitpunkt, wir sind wieder nach Uexleben gefahren, es ist alles abgeklebt und es war Zeit zum Lackieren. Alles super geklappt, alles super vorbereitet. Ablauf für uns selber hat alles gepasst, sodass wir das Auto heute endlich lackieren können. Ja, wenn wir uns jetzt noch schon entschieden hätten, welche Farbe es wird, dann wäre es natürlich noch umso spannender. Das ist jetzt gefüllert, geschliffen, entfettet, gesäubert, lackierfertig. Genau, so wie das Auto jetzt hier steht, wird das Auto lackiert, ist es lackierfertig. Wie du schon gesagt hast, ist gefüllert, ist geschliffen worden, entfettet worden. Jetzt, wenn der Lackierer gleich reinkommt, dann wird das nochmal sauber gemacht, das Auto, und dann kann der Lackierer loslegen und kann den Basislack drauf machen und dann den Klarlack. Und anschließend brauche ich auf jeden Fall ein paar extra Schichten Klarlack, weil ich kenne das bei mir, da wird ständig rumpoliert, geschliffen, geschliffen. Nicht, dass wir da irgendwann durch sind. Wir machen genug Klarlack drauf. Sehr gut. So, das ist jetzt der Moment, wo ich hier mal nichts anfasse, weil ich weiß, das ist schon so penibel vorgearbeitet und sauber gemacht. Es ist einfach, Vorarbeit ist die halbe Miete. Das ist alles so schön blank und sauber. Der Lackierer kann noch so gut lackieren, wenn nicht anständig vorbereitet ist, ist das Ergebnis hinterher noch so schlecht. Also das. Geil. Jetzt gerade so in dem Mattton sieht man natürlich die Konturen immer so krass. Ja. Und da sieht das Seitenteil gerade so unheimlich breit aus, finde ich. Das finde ich, kommt in Matt nochmal deutlich mehr raus. Wirklich gespannt, wie er gleich aussieht in der Farbe. Ich auch. Ich würde sagen, los geht's. Und dann war es endlich soweit. Ich habe das erste Mal mein BMW in Schwarz, in Natura, in Live vollständig ausgepackt gesehen. Was soll ich sagen? Ich habe in diesem Moment über beide Ohren gegrinst. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, denn es war genau die richtige Entscheidung, auch dieses Auto in Unischwarz zu lackieren. An dieser Stelle muss ich einfach nochmal meinen vollsten Respekt an Christian und sein Team aussprechen. Sie haben es wirklich geschafft, in noch nicht mal 3 Wochen aus einem topazblauen BMW einen perfekt lackierten unischwarzen M3 zu machen. So, zieht euch das rein. Also das geht schon wirklich eigentlich als Neuwagen durch, oder? Besser wie Neuwagen. Deswegen, weil Neuwagen... Weil so viel Farbe kommt beim Neuwagen nicht hin. Ja. Gerade im Motorraumbereich, auch im Innenraumbereich nicht. Das wirst du beim Neuwagen so nicht sehen. Ungefähr wie viele Liter sind draufgegangen?
Also ich schätze mal, es waren circa 4,5 bis 5 Liter Farbe und dann nochmal 4 Liter Klarlack. Krass. Es lohnt sich einfach immer wieder alles auszubauen? Ja, ist für uns viel besser, für den Vorbereiter viel besser, zum Lackieren auch viel besser, wenn alles raus ist. Du brauchst nicht abkleben oder weniger abkleben, du kannst sauberer arbeiten. Jo. Und der Mehraufwand, den Rest jetzt auszubauen, war vielleicht eine Stunde, das Ganze wieder einzubauen, vielleicht 2 Stunden, aber dafür hat man es einfach sauber, cool. Guckt hier mal rein, wie das hier drin so aussieht. Das kriegt man niemals hin, wenn da noch ein paar Sachen eingebaut sind. Also man kann jetzt ja wirklich anfangen, diese neue Karosse zusammenzubauen. Mit Handschuhen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Herr Christian, vielen, vielen Dank ans ganze Team. Habt ihr mega gemacht. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Gerade auch zur Farbwahl. Ist jetzt ja in dem Fall mal was, was wir erst während des Veröffentlichen rauskriegen, was die Zuschauer so sagen. Aber ich denke, der eine oder andere von euch feiert Schwarz auch auf jeden Fall. Okay, das Auto steht beim Lackierer. Das heißt, wir haben jetzt genau ein paar Tage, vielleicht Wochen Zeit, um diesen ganzen Haufen und den ganzen anderen Haufen, der hier noch verteilt ist, richtig schön geil zu machen. Ne? Ja.